Hallo, heute zeige ich euch, wie man die Quadratzahlen bis 400 ganz leicht auswendig lernen kann. Quadratzahlen kommen nämlich in Mathe sehr häufig vor und das ist total praktisch, wenn man sie einfach so hinschreiben kann, ohne erst den Taschenrechner auspacken zu müssen. Die Quadratzahlen bis 100, die könnt ihr sehr wahrscheinlich schon längst auswendig, denn das sind ja einfach nur die Ergebnisse des kleinen 1 mal 1. Also 4 Quadrat ist dasselbe wie 4 mal 4 ist gleich 16 und so weiter. Sagt euch diese Reihe einfach mal so im Kopf auf, vielleicht einmal vorwärts, einmal rückwärts und schon habt ihr die drauf. Aber übrigens ist euch schon mal aufgefallen, wie diese Reihe anwächst. Von der 1 zu 4 kommen nämlich 3 hinzu, von der 4 zur 9 5 und so weiter wächst es immer um 2 an. Interessant, ne? Und wenn man zum Beispiel noch weiß, dass 7 mal 7 49 gibt, aber vergessen hat, was 8 mal 8 ist, dann kann man zur 49 einfach 2 mal die 7 und noch eine 1 hinzuzählen, dann haben wir die 64. Bei den Quadratzahlen über 100 funktioniert im Prinzip der gleiche Trick. Das ist also schon mal eine super Hilfe. Aber wir schauen mal, ob es vielleicht noch einfacher geht. Wenn wir uns in dieser Reihe mal die erste Ziffer jeweils anschauen, dann entdecken wir, dass in den ersten 4 Quadratzahlen die Einser stehen. 4 Stück. Dann kommen 3 Zweier, dann kommen 2 Dreier und zum Schluss ein Vierer. Das ist schon mal ein gutes System. Und die letzte Ziffer, die lässt sich auch ganz einfach merken, denn die letzte Ziffer ergibt sich immer aus dem kleinen 1 mal 1. Also 1 mal 1 ist 1, 2 mal 2 ist 4, 3 mal 3 ist 9, 4 mal 4 ist 16 und so weiter verraten sich immer die letzten Ziffern durch das kleine 1 mal 1. Wir brauchen uns also nur noch die mittleren Ziffern zu merken. Und das geht folgendermaßen. Bei 11 mal 11 stellen wir uns die 11 so untereinander geschrieben vor und dann sehen wir, dass die Summe der beiden Zahlen 121 ergibt. Bei 12 mal 12 stellen wir uns die 12 und die 24 untereinander vor, das gibt 144. Ebenso bei 13 und 39 gibt 169. Bei der 14 ist es so, dass einfach die beiden vorigen Ziffern ihre Position tauschen, 196. Bei 15 Quadrat ist es so, dass die 25 schon richtig dasteht. Das funktioniert immer bei den 5er Quadraten. 16 Quadrat gibt 256, das merken wir uns, weil viele Speichermedien 256 GB Speicherkapazität haben. Das liegt an der Bauweise, wo hier 16 mal 16 Bauteile enthalten sind. Bei 17 Quadrat wissen wir ja, hinten muss eine 9 sein, weil 7 mal 7 49 gibt und die vorderen beiden Ziffern, die ergeben sich aus 4 mal 7 gibt 28, da steht die 28. Genauso bei 18 Quadrat. Hinten steht die 4, weil 8 mal 8 64 ergibt. Und vorn steht die 32. Wir merken uns, 8 mal 4 ist 32. Es gibt noch einen weiteren Trick, sich 18 Quadrat zu merken. Denn 18 hat ja die Quersumme 9. Das heißt, 18 mal 18 muss dann ebenfalls die Quersumme 9 haben. Da wir von vorne schon die 3 kennen, und von hinten die 4, weil ja 8 mal 8 64 ergibt, brauchen wir nur noch die mittlere Ziffer. Und da die Quersumme 9 ergeben muss, 3 plus 4 gibt 7, bleibt also nur noch die 2 übrig. Hey. 19 Quadrat gibt 361. Die 1 hier hinten ist klar, weil 9 mal 9 81 ergibt. Und die 36 merken wir uns wieder mit dem Vierer-Trick. 9 mal 4 gibt 36. Da steht sie. Sag mal, dieser Vierer-Trick, ist das irgendeine höhere Mathematik? Steht hier irgendein System dahinter? Warum kommt hier immer eine 4 vor? Keine Ahnung. Nein, es ist einfach nur Zufall. Okay, macht nichts. Es geht ja nur darum, dass wir uns diese Zahlen hier leicht merken können. Und damit, mit diesem kleinen Trick, klappt das. So, und damit haben wir die Reihe bis 400 komplett. Merkt euch die, das geht am besten. Wenn ihr diese Tricks ein paar Mal durchgespielt habt, schreibt euch diese Reihe dreimal vorwärts auswendig auf und dreimal wieder rückwärts, dann habt ihr sie euch eingeprägt. Das funktioniert dann
super und ihr behaltet es jahrelang. Okay, viel Spaß beim Auswendiglernen und guten Erfolg. Es wird euch ein Leben lang viel nützen. Macht's gut!